Stärke ist im Markt natürlich immer eine relative Geschichte. Hängt natürlich auch ein wenig davon ab, auf welcher Zeitebene man unterwegs ist. Im großen Bild kann man dem Markt noch nichts vorwerfen, denn wir sehen das. Ich hatte hier ja noch ein paar horizontale Linien mal eingezeichnet. Wir sehen, dass der Markt diese Marken hier gerade so ein bisschen ankratzt. Also die grünen Marken, die geben so ein bisschen die Symmetrie wieder. Also gleiche Größenverhältnisse und da sind wir noch in dem, was wir hier schon zigmal hatten. Deshalb noch nicht super negativ aufzufassen, die Bewegung oder auszuwerten. Auf der etwas kleineren Ebene, beispielsweise im Stundenchart, dagegen sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Den brauchen wir natürlich jetzt nicht mehr, aber wir sehen die Abwärtsbewegung relativ deutlich. ABC mal eine Möglichkeit der Aufwärtsbewegung zwischendurch und die Fortsetzung. Ob wir natürlich die 100% noch sehen, ist mal dahingestellt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es im Markt durchaus noch Platz nach unten gäbe. Zwar, wenn wir alleine den Nasdaq hier angucken auf Stunde, jetzt mal gucken, ob ich das schön genug hinzeichne hier, ohne zu wackeln. Also mehr oder weniger schaffen wir das. Dann sind wir noch nicht mal bis zur 50er Marke gelaufen. Ich habe sie gerade weggemacht, die 38er hier ungefähr. Da waren wir ja schon angekommen. Jetzt hier die 50er Marke, vielleicht so eine nächste Zielmarke. Wer das nicht erkennen kann, vorsichtig, die Marke ist nicht magnetisch im Sinne von, da muss er unbedingt hingehen. Wundern würde es mich allerdings wenig, die läge bei ungefähr 13.300, ja ganz grob, vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Die 50er Marke und die 1:1 Projektion, man kann es hier kaum erkennen, diese gelbe 100% Marke, die würde ebenfalls hier dafür sprechen. Wir können nochmal, das mag ich immer ganz gerne, so ein paar andere Kollegen einzeichnen. Ich mache mal ganz kurz diese 1:1 Projektion nochmal, dann haben wir das ein bisschen hübscher, alles in einer Fasson. So in der Richtung hier die 100er Marke. Wir können mal schauen nach der Extension. Ich muss gestehen, habe ich noch gar nicht eingezeichnet, aber erwartenswert wäre, dass das so ungefähr auf gleicher Strecke liegt. Ich mache mal diese zwischenliegende Marke weg. Wir sehen, wir haben jetzt drei Marken hier schon einigermaßen passend bei 13.300, knapp drüber, vielleicht als Orientierungswert, wohin der Markt noch gehen kann. Und so auf den ersten Blick deutet sich das sogar an, ist das vielleicht eine 1, 2, 3, jetzt sind wir hier gerade so in der Strauchelphase und dann noch mal runter. Wundern würde mich das Ganze nicht. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns heute Nachmittag mal angucken werden. Und dementsprechend meine Einladung, meldet euch an für den Trade des Tages, ob der jetzt schon reif ist für einen Trade des Tages oder ob es vielleicht was anderes wird, das werden wir sehen. Sobald wir da was sehen, was super spannend ist, werden wir das dann natürlich gerne mit draufnehmen. Ein anderes ist natürlich das Born for Trading, meldet euch dazu an, dann gibt es solche Nachrichten auch immer mal wieder auf Smartphone mit Ideen, mit Hinweisen, mit Videobeiträgen, sodass man das dann auch ein bisschen schneller optisch erfassen kann. Was denkt er da? Ah, okay, jetzt weiß ich, worauf er da zielt. Am Wochenende hatten wir eine Sache auch hier jetzt für finanzmarktwelt.de dann eben gezeigt, nämlich die Geschichte, was Gold angeht. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und ich habe gesagt, ich habe noch keine Ahnung. Das ist natürlich gleich kritisiert worden, nachvollziehbarerweise, weil ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, ob es hoch oder runter geht. Und das klingt natürlich immer erstmal doof. Man wünscht sich doch, sag doch, ob es hoch oder runter geht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber mir ist relativ klar, dass die Bewegung, die sich dann anschließt, einigermaßen zügig ist. Na gut, wollen wir den Tag nicht vorm Abend loben. Noch ist der Markt natürlich erstmal unterwegs. Aber ihr seht, es ging mir ja um den Ausbruch aus dieser Range sozusagen hier, dass der Markt sich entsprechend entwickelt. Er hat sich offensichtlich für nach oben entschieden. Das war mir vorher nicht sicher bewusst, aber ein bisschen Anzeichen konnte man ja an der Unterstützung vermuten, zumindest mal, dass es eine gewisse Chance gibt, dass der Kurs erstmal nach oben geht. Im Moment läuft der Kurs. Aber lassen wir uns überraschen, wie weit das entsprechend noch geht. Das habt ihr euch vielleicht im Video eh schon angeguckt. Das will ich jetzt nicht nochmal breittreten. Das wäre ja völlig unnütz. Also, jetzt gucken wir alle gemeinsam drauf. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt an den Märkten. Deshalb drücke ich euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Viel Spaß an den Märkten habt und dann sehen wir uns in Bälde wieder. Bis dahin, macht's gut. Euch liebe Grüße.